Zum Zeitpunkt der Unterschrift standen natürlich noch einige andere Abgänge im Raum, sage ich jetzt mal. Und dass es doch noch so prominent besetzt ist, sage ich jetzt mal, hätte ich zu dem Zeitpunkt nicht gedacht. Aber ich bin auch nicht traurig drum, dass es jetzt so ist. Also man hat schon gemerkt, dass es ja, schon ein befreiendes Gefühl war für uns, jetzt nach geraumer Zeit zu Hause mal wieder 3 Punkte da zu behalten. Und das hat man natürlich auch in der Mannschaft gemerkt. Jetzt lässt sich leichter, denke ich, auch trainieren. Und jetzt gerade vor so einer Länderspielpause hat es auf jeden Fall gut getan. Ja, wird vielleicht etwas mehr gewitzelt. Im Training wird vielleicht das ein oder andere mehr versucht. Vielleicht ein bisschen mehr Selbstbewusstsein in seinen Aktionen, auch noch im Training. Also es stärkt schon allgemein natürlich auch so das Miteinander auf dem Platz. Genau, ein Jahr dort verbracht, das Leihjahr in der Bundesliga dort. Ja, habe mein erstes Bundesligaspiel natürlich mit dem Verein bestritten damals. Aktuell Kontakt zu irgendwelchen Ingolstädtern besteht nicht. Wie gesagt, man vergisst natürlich ja, seine ersten Bundesliga-Erfahrungen nicht so schnell, und das ist natürlich in Kombination mit dem Verein dann auch passiert. Und ja, ich denke, das Team ja, es wird schwierig zu bespielen sein, gerade zu Hause. Ja, wir wissen, dass es ein schweres Spiel werden wird. Ja, Ingolstadt spielt zu Hause, aber ich denke, so als Basic für uns ist, ja, dass wir die ersten 5 bis 10 Minuten einfach ja, angehen, so wie wir es gegen Rostock gemacht haben, dass wir die Zweikämpfe annehmen und einfach so diese Härte der Liga annehmen, so wie sie ist. Und ich denke, wenn wir das auf den Platz bringen, haben wir genügend Qualität, um jeden Gegner zu schlagen. Und das ist natürlich auch das Ziel jetzt am Wochenende wieder für uns. Und ja, erste Eindrücke waren natürlich Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wie viele Zuschauer da waren, aber da konnte man auf jeden Fall schon mal erahnen, ja, was hier so los ist, zu der Zeit damals noch in der ersten Liga. Und ja, war natürlich auch eine schöne Erfahrung. Ist ein aktiver Traum, sage ich jetzt mal, nochmal Bundesliga spielen zu können, auch mit Werder. Aber es ist ja ganz klar, dass das Ziel immer noch aktiv besteht. Auf jeden Fall, für mich persönlich auch. Für uns war es jetzt wichtig, erstmal ja, zu wissen, wie der Kader aussieht und wer letztendlich zur Verfügung ist oder zur Verfügung steht. Ich denke, ja, dass der ein oder andere vielleicht jetzt noch da ist, der sich vielleicht nicht zu 100% hier gesehen hat, jetzt aber noch da ist und ja, mit Sicherheit 100% für den Verein geben wird. Aber für uns steht es einfach im Vordergrund, sich jetzt erstmal ja, richtig zu finden. Der Kader steht, das Ganze, die Spielidee noch weiter zu verinnerlichen und zu entwickeln. Bin natürlich auch froh, dass diese Unruhen, die um den Kader geherrscht haben, jetzt einfach mal ja, beiseite gelegt werden können und ja, vielleicht den Fokus einfach auf das jetzt legen, was wirklich wichtig ist. Ich denke, dass auch so im Training für mich persönlich auch die Trainingsqualität sehr hoch ist. Das gefällt mir sehr gut. Auf jeder Position herrscht Konkurrenzkampf und das belebt das Geschäft. Deswegen denke ich, dass wir uns auch aufgrund der Qualität des Kaders einfach auch im Training und in den Spielen noch weiter verbessern werden. Und ja, wo es letztendlich hinführt, wird man sehen. Mir gefällt das. Das lässt mich persönlich auch nicht irgendwie ja, mich ausruhen oder die Füße hochlegen. Ich weiß ganz genau, dass ich in den Spielen Gas geben muss, dass ich im Training Gas geben muss, und ich denke, das tut mir auch ganz gut, um einfach weiter am Ball zu bleiben. Klar habe ich jetzt gerade so, sage ich mal, ein bisschen den Fuß in der Tür, was das angeht mit der Startelf, aber da werde ich natürlich alles dafür tun, dass sich das auch so schnell nicht ändert. Zum Zeitpunkt der Unterschrift standen natürlich noch einige andere Abgänge im Raum, sage ich jetzt mal, und dass es doch noch so prominent besetzt ist, sage ich jetzt mal, hätte ich zu dem Zeitpunkt nicht gedacht. Aber ich bin auch nicht traurig drum, dass es jetzt so ist. Die Position hinten links gefällt mir eigentlich ganz gut. Ist ja auch etwas Besonderes, sage ich mal, gerade mit dem Ball bei uns im System, dass man nicht klassisch auf der Linie, auf der Außenlinie steht, sondern halt mehr eingerückt ist und den Gegner da auch vor Aufgaben stellt. Ich fühle mich auf beiden Positionen wohl und ja,
ist, denke ich, keine schlechte Eigenschaft, zwei Positionen spielen zu können. Ich gehe ganz normal mit ihm um. Also er ist auch ein guter Kerl, deswegen denke ich, dass sich das auch widerlegen wird, das Ganze. Aber was ich im Training sehe, ist, dass er sich reinhängt und das ist für mich das Wichtigste. Er hat sich im Namen, also vor der Mannschaft natürlich für das entschuldigt, aber dann war für uns das Ganze eigentlich auch das Thema gegessen.